Ja, Herr Rüther, wir haben uns jetzt die verschiedenen Untersuchungsmethoden hier angeschaut. Wie geht es denn nun jetzt weiter mit unserem Rapssaatgut? Ja, das Rapssaatgut ist getestet und die Ergebnisse werden auf den offiziellen Attesten der Anerkennungsstelle dokumentiert. Damit können die Landwirte sicher sein, dass die gesetzlichen Grenzwerte für die Saatgutpartien auf jeden Fall eingehalten werden. Nur final zertifiziertes Saatgut wird bei uns gebeizt, verpackt und an den Kunden ausgeliefert. Und wie stellen Sie zum Beispiel jetzt sicher, dass die Untersuchungen hier auch korrekt ablaufen? Hier ist besonders zu erwähnen, dass unser Labor ISSA zertifiziert ist. Das bedeutet einerseits, dass hier regelmäßig externe Auditoren zu uns kommen und die Abläufe und Prozesse prüfen. Zusätzlich nimmt unser Labor an internationalen Ringtests teil, sogenannte Proficiency-Tests. Und bei diesen Tests wird geschaut, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lage sind, das Saatgut zu erkennen, das nicht in das eigentliche Rapssaatgut reingehört. Ja? Weil das ist eine Herausforderung, dazu muss man eine lange Ausbildung haben und muss gut geschult sein. Sowohl die Ergebnisse der Ringtests als auch die externen Auditoren festgestellt haben, dass die Anforderungen erfüllt worden sind, dann bleibt uns auch die ISTA-Akkreditierung dauerhaft erhalten. Dafür gibt es sozusagen ein Zertifikat und das bestätigt auch nach außen, dass die hohe Expertise und auch die Neutralität unseres Labors gewährleistet ist. Ja, zusätzlich ist diese ISTA-Akkreditierung wichtig, um als privates Prüflabor für offizielle Beschaffenheitsprüfungen zugelassen zu werden. Das ist bei uns der Fall und deshalb dürfen wir die offiziellen Beschaffenheitsprüfungen für Raps intern durchführen. Ja, das klingt wirklich spannend, aber warum ist es denn jetzt so wichtig, dass unser Rapssaatgut so ein komplexes Qualitätssicherungssystem durchlaufen muss? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir wollen, dass unsere Kunden nur Saatgut höchster Qualität bekommen. Und um das sicherzustellen, führen wir die ganzen Prüfungen durch und haben diese Prüfprozesse geschaffen. Unser Ziel ist es nämlich, perfektes Saatgut zu haben. Damit der Landwirt am Ende auch eine super Ernte einfahren kann, richtig? Genau.